Wieso klappt das nicht? Verflucht! Schade. Na gut, ein Versuch was wert. Was will ich jetzt nur mit dem ganzen Quatsch, mit den ganzen Hyperantrieben, die ich jetzt gebaut habe? Nein. Oh, er beginnt sein Verhör. Ha. Also geht's auch. Oh, Strahlungseffekte, Strahlungsschaden geschützt. Das hatten wir noch gar nicht. Nicht schlecht. Ja, ein neues Wort. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den verkaufen will, ehrlich gesagt. Aber ich bin mir sicher, dass ich das haben will. Oh, ich bin immer noch so enttäuscht, dass ich hier nicht den Warp verkaufen kann. Was ist das für einer? Ne. Schade. Ich hätte es ja gerne verkauft, aber es ging nicht. Strahlungseffizienz, Kühlmittel. So, dann vielleicht mal was anderes. Ist es ein anderer? Ja, tatsächlich. Hä? Wo ist denn unser Schiff?
Ah, hier. So. Können wir direkt auf den Planeten hier. Boah, das darf doch echt nicht wahr sein, oder? Alter, kann es denn wirklich sein, dass der Planet so riesig ist? Was ist mit der Fabrik los? Oh, nichts auf dem Planeten vorhanden.
Ja. Oh, neun Querschläger. Aha, Antraining visuelle Aufspürung. Also würde ich mal sagen. Dynamischer Resonator. Aha. Dieses Teil ist doch auch ziemlich wertvoll, dachte ich. Den konnte ich mal ein paar Mal verkaufen. Wo ist er denn? siebenundzwanzigtausend für beide. Dann nehme ich aber, glaube ich, lieber hier. Das instabile Plasma ist, glaube ich, leichter. Mhm. Hier gibt es viele Ressourcen, aber kein Leben. Ist okay. So Leute, für mich war es jetzt erstmal. Es hat Spaß gemacht, es geht demnächst mal weiter, ich weiß noch nicht so genau wann. Macht euch noch einen schönen Feiertag, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ein bisschen reinzuschauen. Für diejenigen, die schon zu der Community von mir gehören, Dankeschön für ein weiteres Mal einschalten. Und für diejenigen, die neu sind, ihr könnt mir gerne ein Like da lassen, wenn ihr Bock drauf habt, beziehungsweise auf das Herz klicken. Wenn nicht, passt es auch. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Auf Wiedersehen. Tschüss.